Hallo Leute, herzlich willkommen beim ersten Teil meines Workshops zum Kettenhemd Eigenbau. Zunächst eine kleine Sachkunde zum Thema Draht. Ihr werdet für ein Kettenhemd wie dieses über 1 Kilometer Draht verarbeiten. Dabei ist es sehr wichtig, dass es der richtige ist. Ich empfehle euch Weidezahndraht. Er ist zwar verzinkt, hat aber nach meinen Erfahrungen die besten Eigenschaften. Ihr bekommt ihn in jeder Agrarhandlung. Dieses Kettenhemd ist aus 1,8 mm Weidezahndraht hergestellt. Es ist bereits entzinkt. Die Ringe haben 8 mm Innendurchmesser und damit das ideale Verhältnis für die beste Stabilität. Verwendet keinen geglühten Bindedraht, er ist viel zu weich für diese Aufgabe. Wie wir später sehen werden, ist dies der Hauptgrund, warum ihr nur diesen Draht verwenden solltet. Wie ihr das Zink ohne viel Aufwand abbekommt, das zeige ich euch im letzten Teil. Nun zum Werkzeug für den ersten Arbeitsschritt. Diesen nennt man Wurmen. Dabei wickelt man den Draht auf einen Dorn, dadurch bekommt ihr eine Feder, aus der ihr dann die Ringe zwickt. Wir verwenden einen Rundstahl mit 8 mm Durchmesser. Dann braucht ihr einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine und diese Erfindung von mir. Das ist eine Wickelhilfe. Sie verhindert, dass der Draht überspringt und sich doppelt aufwickelt. Der Abstand zwischen dieser Schraube und dem Dorn sollte nur minimal größer sein als der Draht. Nun stellen wir die Drehrichtung des Schraubers so ein, dass ihr eine Schraube herausdrehen könntet. Dann biegt ihr den Draht am Ende ca. 20 mm um und steckt ihn in das Bohrfutter. So, die Hülse darüber und los geht's. Fertig. Wie ihr seht, ergibt dieser Draht eine sehr elastische Feder. Obwohl es kein Federstahl ist, ist er immer noch hart genug, damit sich die Ringe nicht bei der kleinsten Belastung aufbiegen lassen und trotzdem noch weich genug, dass wir ihn mit einer Zange zwicken können. Zum Schneiden der Ringe könnt ihr einen Seitenschneider verwenden. So ist diese Arbeit aber sehr mühselig und auf die Dauer auch schmerzhaft. Besonders schnell geht es damit auch nicht. Deshalb habe ich dieses Werkzeug konstruiert und gebaut. Es besteht aus einer Monierzange. Sie ist mit einem Winkelprofil und zwei Seilklemmen mit der Grundplatte verbunden. Dann habe ich hier eine Führungsschiene am oberen Hebelarm angebracht. Und hier den Auswurfmechanismus aus Weidezaundraht. In den unteren Schneidbacken habe ich eine Aussparung eingeschliffen. Genau so tief wie der Durchmesser des Weidezaundrahts. So seht ihr, wie der Mechanismus funktioniert. Und nun zeige ich euch, wie man damit arbeitet. Wie ihr seht, kann man mit diesem Werkzeug sehr viel schneller, sauberer und bequemer arbeiten als freihändig. Der Arbeitsaufwand von 1 bis 2 Stunden für einen Nachbau
hat man sehr schnell wieder aufgeholt und ihr werdet für ein kurzarmliches Kettenhemd über 20.000 Ringe herstellen. Wie ihr die Ringe selbst herstellt, habt ihr jetzt gesehen. Im nächsten Teil zeige ich euch, wie ihr daraus ein Kettenhemd macht.